Moin moin und willkommen zurück zu Chaos Bane. Ja, ich habe gerade alles nochmal vertickt. Und wir können weiter. Fähigkeiten können wir noch nicht ausbauen, weil uns ja quasi noch etwas fehlt. Zwei Fertigkeitspunkte oder so. Und jetzt können wir hier weiter. Braggy Axebiter. I hear you walked right into that Ungor's trap. Ich hoffe, das ist only nicht Axel Voss. Only a fool trusts the word of a servant of chaos. Of course I did. Best fight I've had since I got here. Hang on. How did you hear about that? Have you been spying on me? Uncovering secrets is part of my trade. I have eyes and ears in every corner of the Empire. Ha! That would sound a lot more impressive if it weren't for the huge chaos cult you had no idea was operating in Nuln. I haven't time to waste on idle chatter, dwarf. What do you want? There is a shrine to Nurgle hidden in the sewers. For some damn reason, Teclis thinks you might be able to help us find it. Cultists often hide their secrets in symbols etched onto their flesh. Look for elaborate tattoos on any cultists you find. Concealed in the lines may be the location of the shrine. Grimnir's teeth. You want me to catch another cultist? I only need the tattoo. The cultist is of no use to me. Schön erstmal zerledern. Ja, dann gehen wir mal auf die Suche. Was ist das denn da? Ach, da ist Segnung des Glücks. Die Götter geben deinem Charakter einen Segen, bla bla bla. Beutebonus verschafft, solange dein Charakter unbesiegt bleibt. Ah, Beutebonus. Das heißt, wir müssen uns echt Mühe geben, nicht zu sterben. Und wieder das alte Bild. Es ist so schwer, so mal einen Wechsel von 10 verschiedenen Bildern zu machen, von zukünftigen Gegnern. Echt. Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die Spiele geil machen. So. Aber wie gesagt, mir macht's Spaß. Schön. Oh, hat man den schon mal hier? Solche Ballwerfer hier. Na doch, ich glaube, den hatten wir schon, aber den hatten wir jetzt, letztes Mal in der Kanalisation nicht. Ja, solche Ballwerfer verseucht mich halt, ne? So, dann geht's schon wieder noch tiefer. Oh, da ist aber eine kleine Bande hier. Scheiß solche Ballwerfer. Bleib stehen. So, alles eingeschnappt und dann geht's gleich noch tiefer. Oh ja, kommt her. Wieder durch. Oh, I need more time. Ja, der nächste große Haufen, der wird sich echt wundern. Ach, mir fehlt noch ein bisschen. Ich dachte, es wäre schon soweit. Und es geht noch tiefer. Dann gehen wir halt noch tiefer. Aber wir müssen auch immer wieder hoch, ne? Eieieiei. Lass mich da durch.
Das war doch schon mal gut. Wir gehen echt so einen Turm runter, ne? Oh! Hinterhalt! Oh, oh, Nörgelzeichen. Dann müssen wir dich wohl erst töten. So, dann ist der auch hin. Dann geht's eine Etage tiefer. Und dann haben wir hier wieder einen Haufen. Jetzt reicht's mir aber hier. Stirbt! Erfahrt den Zwergenzorn. Irgendwas liegen gelassen? Ah, umso tiefer wir gehen, umso höher müssen wir wieder zum Schluss. Hört nicht auf hier. Ah, aus dem Weg, da ist was Rotes, ich will's haben. Ah, ich hab's nicht eingesammelt, scheiße. Und noch tiefer. Ohohoho. Bei den Kleinen muss man aufpassen, nicht, dass sie sich zu so einem Haufen zusammenrotten. Weil die heilen sich, glaube ich, auch so ein bisschen. Die waren ein bisschen hart. Oh, das Gold nehmen wir mal mit. Na, bleib hier stehen. Oh, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich will's einsammeln. Wie komme ich da hin? Ah, so geht's. Na? Hehe. Na komm. Boah, bist du stark. Okay, er kann Power-Attacken und auch schnellere. So. Also diese Sprungattacke werden wir echt ausbauen. Finde ich super. Oh, und die auch. Ach Mensch, geht mir nicht auf den Sack. Wo ist denn euer Boss? Sind ja überall hier. Oh, die Kugel. Oh, ist das Gold da hochgeflogen? So ein Scheiß. Na kommt, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ne, 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 ne. Oh, hier werden es noch mehr, hier werden es noch mehr, hier werden es noch mehr. Sprungattacke! Ah, wie schön sie zerplatzen. Okay, da geht's runter. Das sieht richtig aus. Das heißt, wir gehen mal die andere Richtung weiter. Oh.
Ja, ist doof. Erstmal macht er dieses Seuchenzeichen, was mir auf den Sack geht, und dann heilt er noch alle. Schlimmer wäre es noch, wenn er noch so Nörgelinge oder so hinzurufen könnte. Kommt bestimmt auch noch. Wenn so eine Verbesserung von dem Schaman, dass er dann halt Leute rufen kann und dass er heilen kann. Er hat jetzt gesagt, da ist noch ein bisschen mehr. Weil hier scheinen wir echt richtig zu sein. Hm, hab ich was liegen lassen? Nee. Da ist ja voll aus. Ja, ihr kommt schon alle hinterher. Keine Bange. Goody unbeliever. Tear him apart. Ja, dann kommt mal her. So. Ist das ein Chaoskrieger da? Das Tolle ist ja auch, wir kriegen hier sowas von viele Fragmente mit dieser Attacke. Ach komm, bis ihr soweit seid, ist Weihnachten. Erstmal den hier töten. So, I need more time. Stirb doch mal da! Fragment wollen wir auch noch haben. Ach, man hätte hier abkürzen können. Ah, 49 Gold. Bleib stehen, du Fanatiker! Ach, solchen Granaten oder Fallen macht er auch noch, ja. Ja, lock mich in die Falle, du kleine Sau! Scheiße, ist das hier viel. Der gibt nicht auf hier. Oh ja. Kurz zurück. Lass mal den Gegner killen. I reckon this is the tattoo Voss was telling me about. Ups, jetzt habe ich ihn weggedrückt. Aber er meinte, glaube ich, er nimmt sich das Tattoo, was Voss ihm erzählt hat. Axel Voss. So, komm her. Ah, das ist doch so ein Ekeltyp hier. Attacke gegen das Leere. Oh. Das finde ich auch unschön. Spuckt er mich einfach an. So. Hier geht's raus?
hätte gedacht, oben geht's weiter. Oh, hier ist noch Gold. Keine Truhe. Geizige Fanatiker. Komm, dich lasse ich am Leben. Hier auch nix. Ach, hier tut mir leid. Nein, ich will ihn nicht töten. Den will ich töten. Den einen lassen wir mal am Leben. Hier, den töten wir noch. Oh! Fast hätten wir den einen da auch erwischt, den ich nicht töten wollte. Nee, nicht gleich am Leben. Halt dein Gold. Nimm das Gold und mach was Vernünftiges. Geh nochmal zur Schule. Chaos brut. Lern nochmal was. Ah, hier ist eine Truhe. So. Ging ja flott. So. Geht's jetzt runter oder verlassen? Nein, ich töte dich nicht. Geh weg. Nimm dein Gold. Und außerdem muss jemand von meinen Heldentaten erzählen. Also lerne lesen und schreiben. Wäre mal cool, wenn so storymäßig mal Voss oder sonst wer hier mal uns als Unterstützung mitkommt. Einfach so, dass sie nebenbei die Charaktere sich mal ein bisschen unterhalten. Wäre ja auch mal ein bisschen was Cooles. So, gerade so die Charaktere, die man auch spielen könnte. Aber ich weiß nicht, ob das auch der Elf ist, den wir da spielen können. So, hallo Wachmann. Jetzt muss ich wieder hochlaufen. Kann mir nicht mal entgegenkommen, ne? See what you can do with this. The man had a lot of tattoos, so I just took the biggest and the most confusing one I could find. The symbols should not be difficult to decipher. Return to High Law Master Teclis when you're ready. I shall have the location for you then. Na, jetzt wieder zu Teclis. Ja, jetzt erzählt mir wieder irgendwelche Sachen, die wieder nicht stimmen. Zusätzliche Fähigkeitspunkte. Yippie-yay, Schweinebacke. Was ist jetzt los? Achso, die sind weggegangen. Okay, da die Ausblende. Oh, eine goldene Hose. Die Hose sieht doch gut aus. Die nehmen wir gleich mal. Den Rest gucken wir uns mal später an. Ich will zu den Fähigkeiten und haben wir die Möglichkeit? Ja. Oh, davon haben wir Stufe 8 Punkte haben wir jetzt. Was ist das denn hier? Wirbelwind der Klingen. Könnte auch geil sein. Also diese Bastion bin ich noch nicht so der Freund von. Maximale Gesundheit. Na, eigentlich zum Buffen vielleicht nicht verkehrt. Was war das? Raserei? Na, das bringt uns die Energie hier zu. Mehr Energie. Ambossstoß finde ich eigentlich super. Letzte Bastion. Hier brauchen wir 10 Punkte. Ne, gar nicht. Wir brauchen auch Level 17 dafür. Ne? Das schalten wir ja auch einmal an irgendwelchen Level frei. Das heißt, das dauert ja eh noch ein bisschen, bis wir das freischalten können. Und dann schalten wir das mal frei und wir nehmen dafür mal die letzte Bastion raus. Achso, die schalten wir sowieso frei. Achso. Wofür sind jetzt die Fähigkeitspunkte? Passive Fähigkeiten? Schalte ich die automatisch hier frei? Hm. Hat mir ja keine Punkte gekostet. Vielleicht nicht, wenn wir das erste Mal freischalten. Gucken wir mal. So, passiv. Was haben wir denn hier? Maximale Energie wird erhöht. Da steht auf jeden Fall 4 Fähigkeitspunkte. Ewiger Groll. Zorn dauert länger. Zorn ist, glaube ich, das, was wir hier freischalten, ne? Der ist echt lustig. Hm. Gottfertigkeiten. Okay. Ja, dann nehmen wir mal einfach beide hier.
Achso, den haben wir auch schon. Das heißt, den kaufe ich jetzt. Okay. Achso, wir haben hier Verteidigungssachen und Angriffssachen. Oh. Gut, aber mehr haben wir noch nicht freigeschaltet. Ach, den hätte ich auch ausrüsten müssen. Oh nein, ich habe ihn die ganze Zeit dabei und er bringt mir einfach nichts. Das ist hier irgendwie nichts Besonderes. 5% mehr Erfahrung. Oh. Oh, damit sehen wir echt fett aus. Mit dem Kopfschmuck. Der gefällt mir. Okay, Fähigkeiten haben wir jetzt mal verteilt. 4 Punkte haben wir noch, maximal 36. Mehr dürfen wir wohl nicht haben, ne? Ohne auszugeben. Hier können wir nochmal ganz kurz durchgehen. Hose hatten wir schon, das geilste. Wird bestimmt nicht geiler sein, oder? Maximale Gesundheit. Ich lasse das andere doch noch mal, trotzdem. Hosen. Man kann echt gut schnell vergleichen, wenn man es weiß wie. So. Ja. Aber kritischer Schaden wird weniger. Das möchte ich nicht. Dann lasse ich, wie es ist. Die bringen mehr Rüstung. Dann nehmen wir mal die Stiefel, dann gucken da die Zehen nicht mehr so raus. Und bei den Äxten, oh, die ist auch schon besser. Der andere dürfte noch. Die behalten wir mal, weil die so schön selten ist. Oder goldig, sage ich mal. Hochwertiger. Hier können wir, glaube ich, besser vergleichen. Ja. Lassen wir uns hier. Ach, hau weg. Geben wir gleich mal Spenden. Der Helm, der uns zwar nichts bringt, sieht aber cool aus. Damit wir gleich Platz haben, spenden wir mal eine Runde. Komm, ich will alle einfach selber alles aus. Nicht lange aufheben. Handel bestätigen. Tschüss. Hey, Belohnung. 200 Goldkronen. Ist das witzig. Aufräumtrupp. Aha. Danke für deine großartige Arbeit. Hier kannst du deine kleine Belohnung. Bla. Aufräumtrupp. Kriege ich jetzt so einen kleines Mannequin, Gnome oder so, der für mich alles aufräumt, das wäre echt cool. Brauchen wir selber nicht mal einsammeln. Das wäre echt cool. Ist das eine passive Fähigkeit? Wo ist das mit dem Aufräumtrupp? Ich will das wissen. Hier. Aufräumtrupp. Gold aus Beute wird erhöht. Ach. Nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. So, mal gucken, was uns der Elf jetzt erzählt. Fortune is with us, Braggy Axebiter. Voss has deciphered the cultist's map and discovered the location of their shrine. The timing could not be better. I have consulted the archives, and the signs point to a propitious time for the Lord of Pestilence. Kessler and his cult will be gathering in the depths to perform their obscene rites. Ha! That's what they think. We'll catch the whole cult in one place and turn the lot of them into dog meat! Killing the cultists isn't enough, Braggy. There will always be weak-willed souls willing to serve the ruinous powers. If we are to break the cult's power, we must also capture Friedrich Kessler, as well as any chaos relics he possesses. Only then will Nuln be free from Nurgle's grasp. Hm. Schrein der Kultisten erreichen. Dann machen wir das nochmal schnell.
Kessler. Gab sich ein Komödiant mit einer langen Nase, der mal einen Stiefel gepisst hat? Hieß der Darsteller nicht Kessler? Da kommt ja was. Das Auge von Argor oder so. Was willst du? So, und weiter. Oh, da. Die sind so lahm, kann man echt vorbeilaufen. Oh, bei dir jetzt nicht. Na, kommt ihr beiden, jetzt seid ihr auch tot. So. Klein. Oh, eine Truhe. Keine Chance. Ihr habt einfach keine Chance. Oh, genau das meine ich jetzt viel. Oh, das ist ein Punkt, den will ich haben. Bist denn du? Der will doch wieder Schläger haben, der Typ, ne? Okay, das war etwas, was wir einsammeln mussten. Die kommen eh gleich hinterher. Alter, die haben ja echt eine gute Attacke hier. Oh, 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 oh. Wir müssen weg. Eieieiei. Oh, 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 oh. Wir brauchen einen Heiltrank. You'll never take me like that. Hit me. Heiltrank. Ja, weg da. Alter. Kleines, dreckiges Scheißvieh, du. Hat er mich erwischt? Nochmal erwischt, hast du gut gemacht. Ich klopp dich hier weg, du kleines Arschloch. Boah, das gibt's doch nicht. Oh. Nein! Restored. 1440 Goldkronen. Ach, dafür brauchen wir die Goldkronen. Gut, da macht mehr Gold sammeln doch mal Sinn. Ich wähle das mal gleich aus. Geht das noch? Weil das eine bringt ein spezielles Emoji, wird abgespielt. Das interessiert mich aber eigentlich überhaupt nicht. Nee, die anderen sind mir noch wichtiger. Erfahrung ist immer besser als Gold. Gold kriegt man auch in höheren Leveln, denke ich mal, auch häufiger. So. Nein, wir haben den Segen verloren, weil wir gestorben sind. Scheiße. Ach Mann, Heinrich. Müssen wir uns bemerken, das Drecksvieh explodiert so gut noch am Schluss. Diese scheiß Schamanen gehen mir auf den Sack hier. I slash! I pound! I gut!
Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Oh, das ist zum Einsammeln. Sehr gut. Oh! Hier ist schon mal nichts, hätte sein können. Dass da noch irgendwie eine Truhe ist oder so. Und das liebe Gold nicht vergessen. Ach du Scheiße. Scheiße, was bist du denn, mein Freund? Oh, 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 oh. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, Heinrich. Oh. Bleib stehen! Der ist groß! Warum ist er so groß? Alter! Okay, sein Schwanz kann auch schlagen. Hey, ihr kleinen Schweine! Oh, das kann echt dauern. Und er kriegt immer wieder Verstärkung. Oh, wir müssen ein bisschen ausweichen. Ein bisschen weg hier. Oh, sein Schwanz wieder. Müssen wir kurz weg. Uns entseuchen. Oh, 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 oh. Der macht uns noch benommen. Okay, der Schwanz wieder. Alter, du gehst mir auf den Sack. Scheiße, ich wollte abbauen. Ah, da heilt sich auch immer wieder. Kleine Sacknaht. Alter. Wie krieg ich dich? Nein, weg, 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 weg. Auf meine scheiß Power-Attacke, ey. Ah, vorne ist auch doof.
Oh, weg da, weg da, weg da. Ah, oh, zu spät. What a sweet death. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Wir müssen leider weg. Das ist ja so ein Dreck. Ah. Jetzt heilt er sich wieder wahrscheinlich, wenn wir abhauen, ne? Du kleine Sacknaht. Ja, jedes Mal, wenn wir den Bereich verlassen, heilt er sich. Scheiße. Oh, das ist fies. Das ist fies. Fiese kleine Ratte, du. Oh, er haut doch mit seinem Schwanz zu. Komm mal in die Mitte, du kleine Sacknase. Weg da, weg da, weg da, weg da. Ich komm nicht weg, verdammt. Sackratte, ey. Weg da, sein Schwanz. Ja, sicher, hat mich noch erwischt. Ja, ich heile ja schon. Na, hat mich erwischt. Hat mich auch erwischt, ist mir jetzt nicht egal. Alter, ich wollte mal eine Attacke machen, du Sack. Jetzt warten wir mal kurz. Oh, hat mich erwischt. Nein, 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 nein. Ah, Sackratte. Nein, weg da, weg da. Oh, shit. Ausweichen. Alter Schwede. Das ist ein Ausdauerkampf hier. Jetzt greift er mit dem Schwanz an. So, jetzt aber. Alter Schwede. Der ging mir ganz schön auf den Sack. Ah, ich brauche gleich nochmal den Sprung, verdammte Axt. Seuchensack, du. Ah, ich hätte vielleicht doch die Ränder noch abarbeiten sollen. Was ist denn hier los? Keine Lust auf den Großen hier gerade, echt nicht. Ah, hab's hier vergessen. Ein solchen Baum hier. Puh. Der sieht noch nach Ärger aus. Bleib stehen, du kleine Sacknaht. Heilen wäre ganz cool. Den auch zerlegt am solchen Baum. Überall liegt noch Geld. Da aber denke ich mir noch einige Male sterben werden. Brauchen wir jedes Sümmchen. Oh. Ich mag dich doch nicht.
just another second, and I'll crush them all. Oh, jetzt kommt noch so ein Heiltyp dazu. Gibt's doch nicht. Heilen und springen. Oh, oh, genommen. Ewiger Groll. Überragend. Hoffen wir was mal. Der Große darf sich nicht heilen. Der geht mir sowas auf den Zwirn. Das war gerade gut. Nein! Ich hab's vergessen. Wiederbeleben bezahlen. 1600. Okay. Los, ich will dich gleich wegmetzeln. Ärgerlich. Es hätte nicht sein müssen. Da gibt's hier was? Besser. So. Oh, das sieht auch interessant aus. Eine Truhe. Ah, oh, sind wir schon zweimal gestorben. Das ist, muss nicht nötig sein. Es geht ja voll noch weiter. Oh, nee. Hier ist doch Stein. Müssen wir einen oder mehr finden? Ah, den zweiten müssen wir auch noch. Da ging nur ein Licht an. Aber ich glaube, den Boss hatten wir schon besiegt. Ah, da ist solch ein Baum. Also kommen wir auch da gar nicht weiter. Gehen wir weg da. Weil da die Barriere ist, dann müssen wir hier nochmal lang. Bring mich mal zu deinem Freund. Hier gibt's doch gleich ganz viel Spaß. Also auf 1, 2 habe ich keinen Bock. Ich liebe es. So, haben wir hier was Nerviges, was wir als erstes töten müssen. Ja, hier den Schamane. Und alles weggeschnitzelt. Aber auch hier geht es wieder in mehrere Richtungen. Na, ich muss mal ganz kurz mein Headset richten. Oh, nicht noch so einen solchen Baum. Na gut, das geht ja jetzt. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein großer. Das ging ja. Ah, ich denke mal, es müsste ja auch gleich sein. I slash, I pound, I cut. Hammer. Das Seuchentor ist geöffnet. Zum Schrein der Kultisten zurückkehren. Tun wir doch. Liebend gern.
Oh, das ist ja mal Wasser. Das gehört ja auf jeden Fall alles mal zu den Zwergen. Das kann man ja unschwer erkennen. Behold, brothers and sisters, the Eye of Augur. Lord Nurgle is pleased at Magnus's fall, and he has favored me with his blessing. Asavar Kul is dead, but soon a new Chaos Lord will rise to take his place. All hail the Lord of Pestilence. Tja, nicht mit uns. Ah, der Kessel haut ab. Der weiß schon, was er macht. Kultisten töten. Ist das Spiel gerade irgendwie lauter geworden? Oder liegt's am Wasser? Auf den Sack. Boah, das Spiel ist lauter geworden. Ich regle es mal runter. Natürlich brauche ich keine Superattacke oder sowas. Ich kann schon mal Platz. Da bin ich gar nicht. I've got good news and bad news. The good news is that the cultists are dead, and I've got their precious relics. And Kessler got away. I tried to stop him. Don't think I did. But he wasn't some wretched little cult leader. He was as bad as anything we fought at Kislev, or I'm no dwarf. We have underestimated our foe, High Lore Master. This is no mere cult leader we're dealing with. But possibly a champion of Nurgle, blessed by the Unclean One itself. That explains the presence of the Umbrals. Kessler has summoned them to form his warband and solidify his power. Ungors? Warband? What's it all mean? It says that the cult was the least of our worries. They were nothing more than a means to an end. Ein Ablenkungsmanöver also. We must find Kessler, and quickly. Meet me back at the tower when you are ready to proceed. Ja, öffne noch ein Portal. Wo rennt ihr hin, ihr Pfeifen? Okay, die haben ja schon quasi, sind schon beim Ausgang. Aber den Boss haben wir noch da hinten getötet. Hat er jetzt hier hinten... Oh, ich mach nochmal kurz leise, wir gehen nochmal eine kurze lang. Ja, hat hier was liegen lassen. Da ist er hier hochgerannt. Aber anscheinend hier kein Ausgang. Weil das denn kein Gegner da ist, dass man das nicht einfach hier rufen kann. Aber noch eine Truhe. Na gut. Und dann sind wir hier durch und ich sehe auch gerade, das Video ist länger geworden, als ich es geplant habe. Ich finde so eine halbe Stunde maximal. 45 Minuten immer ganz gut als Let's Play Länge. Außer bei Ultimate General Civil War. Da können die Folgen ein bisschen länger werden. Gut. 8050 Erfahrungspunkte. 350 Goldkronen. Und 10 Rubin. Also 10 diese ganzen Dinge, die wir hier einsammeln. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Begünstigung der Götter freigeschaltet.
So, die brauchen wir auch. Götterfähigkeitsbaum. Deine Gottheit gewährt dir jetzt mächtige Segnungen für die für Belohnungen, die du ihr als Opfer unterbreitest. Zum Gottfertigkeitsbaum gelangst du mit Tab und dann auf die nette Kerze. Nutze ihn, um die eine Attribute zu verbessern und mächtige Fähigkeiten zu erwerben. Wenn du eine Gunst erwiesen bekommen möchtest, musst du Goldfragmente und die jeweiligen Steine und einen Begünstigungspunkt investieren. Das Maximum für die Gesamtzahl von Begünstigungspunkten entspricht deiner Stufe. Okay. Dann ist hier wieder ein Text auf Vos aut Fates und Atiri. Ich kann die Sprache nicht. Bestimmt Französisch oder sowas. Dann haben wir jetzt hier ganz viele neue Sachen. Das gucke ich nochmal offscreen. So, und auch hier wieder Französisch. Mann, schafft ihr nicht mal diese komplette Spiele auf Deutsch zu übersetzen? Das ist ja frech hier. Das ist bestimmt Französisch. So, was haben wir denn hier? Wir fangen in der Mitte an. Und wir machen auch jedes Mal irgendwie, gibt es einen Vorteil oder einen Nachteil. Ich denke mal, man kann auch wieder nicht alles freischalten. Da muss man sich echt schon mal einen Kopf machen, was man haben will. Dass man einen Strang so verfolgt, dass man hier eine Fähigkeit... Wir können ja eh nicht... Macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt alle Fähigkeiten irgendwie lernen. Ich glaube, es macht eher Sinn, eine Fähigkeit, tückische Qualen zum Beispiel, die dann quasi nachzugehen und voll zu machen. Oh, Feuerschaden. Feuerschaden ist schon mal geil. Steinhart. Könnte ein Song von Rammstein sein. Steinhart. Nee. Ingram, das mit Feuerschaden finde ich ganz nett. Ich glaube, ich werde mich auch Richtung Feuerschaden orientieren. Opferzahl überragend. Schaden durch kritischen Treffer. Auch nicht schlecht. Das Sternzeichen oder Symbol quasi, die Streitaxt, ist auch ganz nett. Ich überlege mir nochmal, was wir da machen. Ja, ich will jetzt nicht, dass es noch das Video länger wird. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt das Zwergenreich. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.